begrüße euch alle recht herzlich auf unseren Vortragsabend. Vier Vorträge, vier spannende Vorträge. Und ich habe heute das Glück, dass ich nicht reden brauche so viel. Ich bin heute ganz im Hintergrund. Ich überlasse vier Leute den Abend. Wir fangen an mit unserem Carsten Rudolf Dickebum, unserem Motivationstrainer. Ich habe gerade reingehört, das hörte sich sehr vielversprechend an. Und ich bin nun gespannt. Es geht so ungefähr eine halbe Stunde. Wenn du überziehen solltest, wenn ich die Zeichen mache, Timeout, dann weißt du, dass du irgendwo das Ende einläuten solltest, okay? Okay, Carsten, ich überlasse dir das Wort. Okay, und wir sind ganz gespannt. Okay. Ja, danke, Ruhe Gerhard, immer für die Einladung und für die Möglichkeit, hier heute Abend mich präsentieren zu dürfen und euch, was, wie er ja sagt, zum Thema Motivation zu erzählen und was ich da so mache. Wie ihr meiner Karte entnehmt, bezeichne ich mich ja als Coach und Berater, den man sozusagen an die Hand nimmt. Und zum Thema heute Motivation. Was ist Motivation? Kommt von motivere, heißt bewegen. Und was bewegt uns? Was bewegt uns, morgens aufzustehen? Was bewegt uns, irgendwo hinzugehen? Warum seid ihr jetzt hier? Ja? Heinrich, warum bist du heute hier jetzt hergefahren? Ja, ich war ganz neugierig auf deinem Vortrag. Okay, herzlichen Dank. Also Neugierde, ja. Was steckt da vielleicht noch hinter der Neugierde? Interesse ein bisschen. Ja, könntest du vielleicht auch was mitnehmen, ne? Ja. Zum Beispiel, was wo du sagst, ey, wenn ich mal in so einem Loch hänge, wie kann ich mich da wieder rausholen? Ja? Was aber auch natürlich wichtig ist, wie ich mich dementsprechend mit anderen Menschen zusammen motivieren kann. Ich bin jetzt seit knapp 10 Jahren Trainer einer Jugendmannschaft und die sind ja von so klein, wo sie noch am Blümchen pflücken waren, bis jetzt so groß, 13, 14, wo die jetzt ganz andere Interessen haben und wo ich eher damit kämpfe, dass sie ihr Handy nicht mit zum Training bringen und zum Spiel. Auch das ist eine ganz spannende Geschichte, sehr unterschiedliche Typen und deswegen habe ich hier auch mal schon mal mitgebracht, das Thema, wir haben es ja jeden Tag mit Menschen zu tun. Und das ist so mit das Schwierigste, was es eigentlich gibt. Gut, wer im Vertrieb, im Verkauf arbeitet, der kennt das so ein bisschen. Und es hat ja, jeder Mensch hat irgendwelche Knöpfe, die man drücken kann. Und wenn man das geschickt anstellt, in seinem Sinne, dann kann man diesen Menschen natürlich auch in seinem Sinne positiv manipulieren. Wichtig ist ja, ich möchte einem Menschen helfen, besser zu werden, motiviert zu sein, reinzugehen, Spaß zu haben. Denn viele Menschen gehen montags zur Arbeit nach einem Prinzip. Kennt das jemand? Das Robinson Crusoe Prinzip. Montags schon aus Freitags freuen. Nicht schön. Diese Menschen sind eigentlich schon so weit, dass sie innerlich gekündigt haben. Trotzdem motiviert sie immer noch irgendwas, morgens aufzustehen und dahin zu gehen. Was ist das? Marlon, was könnte das sein? Das nötige Kleingeld. Ja, Geld steht natürlich stellvertretend für irgendetwas, was dahinter ist. Es geht natürlich darum, zum Beispiel seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Einige Menschen haben noch andere Ziele und Wünsche. Die wollen noch was von der Welt sehen, in Urlaub fahren, ein größeres Auto, ein besseres Auto. Ihren Kindern was bieten und. Es steckt immer irgendein Motiv dahinter. Wenn man Motiv hört, dann vorgestern lief wieder XY, dann denkt man natürlich auch gleich an Tatmotiv. Ja, auch so einer, der so etwas tut, hat irgendein Motiv, weil er will damit irgendwas erreichen, wenn er dieses Verbrechen begeht. Es gibt viele Gründe, was uns bewegt, irgendwo etwas zu tun oder eben auch nicht zu tun. Ich arbeite eben viel mit jungen Menschen, aber wenn es eben darum geht, im Berufsalltag mit Menschen zu arbeiten, geht es eben oft darum, dass der Chef, der ist hier oben, eine ganz andere Sprache spricht wie sein Mitarbeiter. Die sind ja nicht auf gleicher Ebene meistens. So, und dann ist es oft so, dass der Chef irgendwas sagt, bla 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 bla, und der Mitarbeiter, ach diesen hier, der hat ihn gar nicht verstanden. Und er macht dann einfach das, was er meint, was er tun soll. Habt ihr das schon mal erlebt? Und der Chef flippt danach völlig aus. Bist du eigentlich bescheuert? Ich hab dir doch gesagt. Läuft super bei den beiden, ne?
Es geht jeden Tag, überall. Und das führt irgendwann dazu, wenn man keine vernünftige Ebene findet, keine Beziehungsebene, keine vernünftige Kommunikation, wo beide sich auch verstehen, obwohl beide die gleiche Sprache sprechen. Ja, gut, es kann natürlich auch sein, dass er tatsächlich auch eine andere Sprache spricht, dann wird es noch komplizierter. Aber es ist häufig tatsächlich so, ja, beide sprechen in dem Fall meinetwegen Deutsch als Muttersprache und trotzdem verstehen die beiden sich nicht, weil sie einfach völlig unterschiedliche Typen sind. Und das muss man erstmal verstehen, darum geht es nämlich auch, welche Knöpfe kann ich drücken, wie muss ich mit einem reden, wie ticken die Menschen, was gibt es da für Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Menschen sozusagen einteilen kann, wie man wen motiviert. Ja? Ich habe jetzt hier bewusst nochmal meine Jacke angelassen, ja? Als sportlicher Trainer, Coach. Dieses Abzeichen hier ist ja auch nicht umsonst entstanden. Wer kennt die Geschichte dazu? Wer war Adidas? Zwei Brüder. Letztendlich war dies einer von den beiden, danke. Ja. Und der andere hat eine andere Sportfirma gegründet. Letztendlich mit seinem Spitznamen Puma. Und wenn man das heute noch sieht in Herzogenaurach, das sind quasi ja, wie zwei Ortsteile. Die einen sind Adidas und die anderen sind Puma. Und dass die beiden so groß geworden sind, hatte natürlich etwas zu tun mit einem Konkurrenzkampf. Der andere, eine wollte besser und größer sein wie der andere. Die haben sich gegenseitig hochgeschaukelt und man sieht, was aus diesen beiden Marken heutzutage geworden ist. Ja? Ich präferiere halt eher Adidas. Wenn ich aber Fußballschuhe früher gekauft habe, war es dann Puma, weil die breiter sind. Das sind dann auch wieder andere Motive, die dazu führen. Eigentlich habe ich mich geärgert. Ich habe einmal Adidas Schuhe gekauft, weil ich die schöner fand. Aber was bringt es mir, wenn sie nicht passen? Und das ist, muss im Leben einfach passen. Und dementsprechend schauen wir gleich mal, was gibt es für verschiedene Menschen. Man kann verschiedene Dinge nehmen. Es gibt dazu verschiedene Möglichkeiten, das auch auseinanderzunehmen. Ich habe euch mal zwei Bücher als Beispiel mitgebracht, langsam. Das einmal eins der Persönlichkeit. Hier wird man zum Beispiel eingeteilt in dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Kann jeder für sich schon mal überlegen, wo er da am ehesten reingehört. Wobei es wenige Menschen sind, die nur eins sind. Da spielen immer verschiedene Faktoren eine Rolle. Aber man kann schon eine ganze Menge damit sehen. Das andere ist hier Schlüssel zur Selbsterkenntnis. Ist auch wichtig. Es gibt blaue, sehr blau geprägte Menschen, sehr grüne geprägte Menschen, sehr rot geprägte Menschen. Bei anderen Konstellationen gibt es hier auch noch eine gelbe Farbe. Aber wenn man weiß, wie ein Mensch tickt, und dafür gibt es so verschiedene Möglichkeiten, dann kann man eigentlich auch wissen, wie muss ich seine Klaviatur, seine Tasten, seine Knöpfe drücken, damit ich diesen Menschen motivieren kann. Weil wenn ich einen Chef vor mir habe, der sagt, ich habe da einen super Mitarbeiter, der weiß alles, der kann alles, aber der geht mir total auf die Nerven, der kommt aber jeden Montag zu spät und der ist freitags der Erste, der geht. Und morgens und abends ist das Gleiche. Wie kriege ich den denn dazu, dass der montags hier pünktlich erscheint und total begeistert ist? Er trinkt erstmal 3 Tassen Kaffee, weil er gut müde ist. Ich habe das Gefühl, er hat gar keinen Bock, aber ich brauche den eigentlich. Wie kriege ich den jetzt denn außer Hufen? Ich habe schon mit dem geschimpft, ich habe mit dem gemacht, getan, ich komme nicht mit dem klar. Kennt man auch von Eltern und Kindern, so pubertär, ne? Diese Geschichte. So, jetzt ist aber hier oben ist der Chef oder eben auch Mutter und Vater und da unten ist das Kind oder der Mitarbeiter. Kriegen die jetzt eine Ebene? Meistens nicht. Was braucht man da? Ein Dolmetscher, ein Übersetzer, ja? Einen, der einem da wieder hilft, ja? Der die beiden zusammenbringt. Es geht um Beziehungen, es geht um Motivation und die beiden auf eine Ebene zu bringen. Und deswegen habe ich mal ein Beispiel mitgebracht, passt auch teilweise so ein bisschen zum Thema heute Abend noch, wo es auch um Tiere geht, um Tierkommunikation. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel, wie man Menschen in diese 4 Kategorien einteilen kann. Was könnte ein W sein? Könnte alles Mögliche sein. Ich habe ja schon gesagt, es sind Tiere. Ideen. Ich helfe euch. Es sind Wale. Grundsätzlich sind Wale ja was Positives. Was verbindet ihr mit Walen? Groß, ruhige Tiere. Ja,
So würde ich das sagen. Gunnar? Das wäre mir auch als erstes eingefallen, vor allem groß, ja. Ja. Was haben die für ein Verhalten, wenn man hier jetzt auch gerade mehrere zusammen sieht? Oder hier, Mutter und Kind? Sehr soziales Verhalten. Sehr soziale Tiere, ja. Das heißt, sie haben echt das Bedürfnis zusammen, sich gegenseitig zu helfen und so weiter. Der Typ Mensch, den ich als Wal in dem Fall bezeichne, ist der Typ, der wird geboren und sagt, oh, das sind alles andere, wie kann ich diesen Menschen helfen? Dafür bin ich geboren. Das sind so diese, die jedem immer überall helfen wollen. Und von Wahlen kann es eigentlich gar nicht genug geben. Die dürfen nicht aussterben. Das ist der Typ Wal. Wie spricht jetzt ein Wal? Welche Sprache spricht er? Der spricht Walisch. Ganz einfach. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Danke. Der spricht also Walisch. So, das ist ein Typ Mensch. Kennt ihr solche Typen? Die immer hilfsbereit sind, kann ich dir was helfen? Wenn ich frage, du, ich muss da einen Tisch von A nach B schleppen, hilfst du mir? Gibt es. Die halten wir jetzt mal fest, okay, das sind Wale. Gibt aber auch andere. Jetzt fast gesagt, schon fast das Gegenteil. Das sind Haie. Womit, was verbindet ihr mit Haien? Angriff. Angriff, fressen, ja. Werden. Fressen werden, oder die wollen fressen, ja, die sind gierig. Gefühl. Die wollen was, ja. Ja, im Gegensatz zu den Wahlen, wo ich ja sagte, die werden geboren und zu sagen, oh, ich bin da und wem kann ich jetzt alles helfen? Die werden geboren, sondern ich bin hier und wie kann ich die anderen für meine Zwecke jetzt hier mit einbinden, benutzen, wenn man so will. Ja? Im Zweifel fressen sie sich auf, wenn sie hungrig sind. Das sind natürlich sehr strebsame Menschen, die sind aber auch, haben natürlich auch ihren Nutzen, weil sie Dinge vorantreiben. Das sind dann natürlich häufig Chefs, Führungspersonen, das sind teilweise auch gierige Vertriebler, Verkäufer, wenn man so will, die haben auch ihren Nutzen natürlich. Ja? Haie sind durchaus nützliche Tiere. Auch wenn viele Menschen natürlich sofort hier weiße Haie und Gott und gefressen werden und gefährlich, die haben ihren Nutzen. Ja? Alle verstanden, was Haie sind? Wie spricht denn ein Hai? Nicht walisch. Haiisch. Er spricht Haiisch. Sehr einfach. Was passiert, wenn sich ein Hai mit dem Wal unterhält? Die verstehen sich nicht. Die verstehen sich nicht. Ganz schön. Und dann gibt es noch, die finden wir alle toll und putzig, Delfine. Was verbinden wir mit Delfinen? Spaß. Spaß, genau. Sehr gut, Mann. Die wollen Party. Wo ist verdammt was los? Wo können wir einen drauf machen? Ey, lass uns losgehen. Ich muss auch was erleben. Ich muss raus. Ich will Spaß haben, das sind die Spaßmacher, teilweise auch die Clowns, auch wichtig. Ich sag ja, haben alle eine Bedeutung, sind alle wichtig. Die wollen dabei sein, die müssen unter Leute, die brauchen Action. Ja? Richtig gute Leute, und die braucht man auch. Ja? Was sprechen die Delfine wohl für eine Sprache? Delfinisch. Sehr richtig. Ja? Das führt dann wieder dazu, dass die Haie und die Wale und die Delfine sich teilweise wieder nicht verstehen. Die haben eine eigene Sprache. Und dann gibt es noch eine Kategorie, was könnte das noch sein? Wir haben also die Wale, die sind immer hilfsbereit, die wollen einem immer helfen, die sprechen walisch. Wir haben die Haie, die haben Ziele, die sind aggressiv, die gehen voran, die wollen ihre Ziele erreichen, die hauen auch die Ellbogen raus. Wir haben die Delfine, das sind die Partymenschen. Die wollen Spaß haben im Leben, die sind meistens auch gut drauf, die wollen Musik anhaben, die können gar nicht warten, bis die Party losgeht. Die freuen sich auf den Feierabend oder aufs Wochenende. Gibt es noch andere Menschen? Die sich lieber unterordnen. Ja, unterordnen ist eine Möglichkeit. Bettina? Die zurückgezogen sind. Die sind auch zurückgezogen. Das liegt auch an ihrer Art, wie die manchmal so sind. So ein bisschen mit alles so ein bisschen mit Distanz betrachten, so ein bisschen Sicherheit. Kennt ihr Menschen, wenn ihr mit denen einen Vertrag abschließt, die den Vertrag auch tatsächlich lesen? Kennt ihr nicht? Ich kenne welche. Habt ihr schon mal Menschen erlebt, die, wenn die das Auto abgeschlossen haben, noch dreimal hinterher drücken? Ja. Immer wieder.
Das sind Eulen. Ne? Die sind immer so ein bisschen gucken. Ne? Das sind auch so halbe Perfektionisten. Aber die haben natürlich diese perfektionistische Art, hat natürlich auch Vorteile. Solche Typen braucht man auch in gewissen Funktionen. Weil die sind sehr gewissenhaft. Und die passen echt auf, dass alles irgendwie seine Ordnung hat und alles zusammenpasst. Und die haben ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Die haben nämlich Ängste, was falsch zu machen. Und für die muss alles in Ordnung sein. Sonst fühlen die sich nicht wohl. So, wie spricht jetzt eine Eule? Eulisch. Eulisch. Super. So, jetzt kommen wir also zusammen. Wir wollen beispielsweise, sage ich mir, oh Mann, demnächst, ich ziehe um, da gibt es viel zu tun. Und ich sage, Leute, ich brauche Hilfe. Wer kommt auf jeden Fall? Der Wale. Die Wale, ne, da kann es gar nicht genug von geben, Wale kommen immer. So. Die helfen, die packen auch mit an, die, ne, ich komme, ich mache, ich tue. Super, ich habe Wale. So, jetzt fällt mir ein, ich kann da aber gar nicht. Was für einen Typen soll ich noch einladen, der da vielleicht so ein bisschen Auge drauf hat, damit alles das dahin kommt, wo das auch hingehen soll? Dem würde ich so einen Plan in die Hand drücken. Ja, eine Eule. Eule, perfekt. Brauche ich. So, jetzt habe ich nicht genug Leute. Ich kenne nicht genug Wale. Oder die haben keine Zeit oder was auch immer. Jetzt kenne ich nur noch Haie und Delfine. Wie kann ich die denn motivieren, dass sie auch mithelfen? Hört ihr was sagen? Pizza-Party anschließen. Pizza-Party. Genau richtig. Der Delfin kommt, wenn ich ihm sage, danach komme ich, bin ich da, ich gebe richtig an aus, bin Pizza mit Bier, wir machen richtig einen drauf, wir machen richtig die Einweihung. Ne? Oder wir die Ausweihung der alten Wohnung, dann ist es halt da dreckig. Das findet er cool. Da will er dabei sein. Und kann ich auch vielleicht noch so einen Antreiber damit reinkriegen, der noch vielleicht auch persönlich irgendwie sich sagt, habe ich da einen Nutzen von? Kann ich auch einen Heil dazu bringen, motivieren, dass er beim Umzug mithilft? Nächstes Mal helfe ich ihm. Zum Beispiel, eine Hand wäscht die andere. Das ist eine Möglichkeit, dass er darin einen Nutzen sieht. Genau, Martina. Sehr gut. Was gibt's noch? Sein Ego ansprechen, von wegen, ich koche dich als starken Anpacker. Ganz genau. Ich gehe wirklich auf ihn ein und sage, du, ich brauche dich unbedingt dabei, du bist so. Und ne, das ist sein Ego. Oder auch dieses Ding hier, sein Image. Tue Gutes und rede darüber. Wenn ich dann sage, hier, ich mache nachher noch ein geiles Foto und dann will ich auch zeigen, wer alles mitgeholfen hat, das schmeiße ich dann noch, poste ich bei Facebook. Und wenn der eitel ist, und die sind immer eitel, Haie sind eitel, dann sagt er, ey, da würde ich gerne dabei sein. Ja. Er muss also irgendwo einen Nutzen erkennen. Für sich. Ich sage, das, da habe ich einen Sinn. Wenn ich sage, du, der und der und der kommt, die sind in der, die in der und der Branche unterwegs, da habe ich einen Rechtsanwalt, einen Steuerberater, was weiß ich, was da alles kommt. Ey, coole Kontakte, die kann ich gebrauchen. Ja. Das ist halt die Frage. Ich muss dahin gehen, ich muss erstmal gucken, welche Sprache spricht dieser Mensch, und dann muss ich dahin gehen, muss ich seine Knöpfe drücken und sagen, hier, womit kriege ich den? Und der Witz ist, wenn ich jetzt zukünftig, wenn ihr jetzt am Flughafen wartet, am Bahnhof wartet, im Wartezimmer, ihr werdet jetzt jedes Mal gucken, was ist das? Ist das ein Wal? Ist das ein Hai? Ist das ein Delfin? Oder ist das eine Eule? Viel Spaß dabei. Schönen Dank. Dankeschön.